Und dann ist wieder ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Pilots Live. Ich bin's wieder, euer Martin. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich befinde mich gerade in unserem schönen Privatjet. Wir sind jetzt gerade von Nizza nach Genf geflogen. Und jetzt wollte ich euch einfach mal ein bisschen mitnehmen, was ich jetzt hier so mache und wie es dann weitergeht und so weiter und so fort. Was immer ganz wichtig ist und was wir eigentlich zu 90% der Zeit immer machen müssen, wenn wir irgendwo landen, tanken. Und gerade eben haben wir auch geguckt, wie müssen wir wie viel tanken, wie berechnen wir das, wo ist es billiger, wo ist es teurer. Und dafür haben wir immer hier unser wunderschönes iPad von der Firma mit dabei. Und da haben wir eine Liste drauf in unserer Cloud, wo jeder Zugriff drauf hat, mit einer Liste von sämtlichen Flughäfen in Europa und whatever, wo wir sehen können, wie teuer ist es wo, mit welchem Fuel Provider tanken wir wie und wie, ist manches auf Contract, so müssen wir gar nicht bezahlen oder wie sieht es aus oder müssen wir eine Kreditkarte benutzen. Und da haben wir jetzt geschaut, haben uns den perfekten Fuel Provider in Genf rausgesucht, haben den jetzt auch angerufen, beziehungsweise das Handling organisiert das dann meistens und der ist jetzt hier auf dem Weg zu uns. Und ich zeige euch einfach, wie das Ganze so ein bisschen abläuft. Wie gesagt, wir haben jetzt geguckt, in Genf ist es ein bisschen billiger als unsere nächste Destination. Von dem her könnten wir eventuell sogar ein bisschen mehr mitnehmen. Natürlich entscheiden wir das Ganze nicht immer auf der Basis vom Preis, sondern als erst natürlich auf der Sicherheit. Ja, es bringt uns nichts, wenn es hier super teuer ist und in Nizza oder whatever es super billig ist und wir dann sagen, ah, wir nehmen nur das Minimale mit. Nee, wir nehmen gerade im Winter, wenn das Wetter auch mal ein bisschen schlechter ist, gerne mal ein bisschen mehr mit, so mindestens 100 Kilo oder so, dass wir sagen, okay, falls irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass wir dann immer noch ein bisschen Space haben. Ja, aber trotzdem guckt man immer mal wieder, ist es hier vielleicht billiger? So können wir komplett voll machen, wenn es sich gewichtstechnisch ausgeht und müssen dann bei der nächsten Destination nicht so viel tanken. Und genau, ich höre jetzt auch schon den Fueler. Deswegen gehen wir jetzt mal geschwind raus und dann sehen wir uns gleich aus dem Cockpit wieder. So, das ganze Mal dauert dann meistens so um die 5 bis 10 Minuten maximal. Danach bekommt man immer so eine schöne Kopie. Die packen wir alle in unseren Umschlag rein, notieren das Ganze noch und schreiben auf, wie das Ganze bezahlt worden ist. Jetzt fährt der Fuel Truck gerade weg. Und jetzt, wenn das Ganze vorbei ist, geht es für uns zum Handling. Wir callen jetzt die Leute, dass sie uns hier abholen am Flugzeug, dass sie uns zum Terminal fahren, beziehungsweise da, wo das Handling ist. Und dann machen wir mal die Vorbereitungen für den nächsten Flug. So, Flugzeug ist getankt und soweit ready. Wir brauchen später nur noch ein bisschen heißes Wasser, falls die lieben Gäste einen Kaffee oder einen Tee an Bord wünschen. Ja, hier lässt sich auf jeden Fall aushalten. Ich mag die Crew Lounge hier in Genf. Wurde jetzt vor ein paar Monaten auch umgebaut. Tatsächlich sah das vor, ja, im November oder im
Oktober noch ein bisschen anders hier aus. Was hier immer ganz geil ist, ist, wir schauen uns das jetzt gleich mal an, es gibt hier eine richtige Küche, quasi, wo man sich einen Kaffee machen kann. Ich trinke ja leider keinen Kaffee, bisschen beschissen. Und wir haben hier immer geile Cookies. Normalerweise gibt es da immer noch meistens ein paar Muffins, auch ganz geil. Und man kann sich hier natürlich auch immer ein bisschen gratis Getränke nehmen, um halt wirklich eine gute Pause zu gewährleisten. Also hier wirklich echt super. Ich bin gern hier. Wir haben jetzt, glaube ich, ja, ein bisschen Pause. Ich werde jetzt schon mal ein paar Sachen für den nächsten Flug ausdrucken und berechnen. Und dann geht's später auch schon wieder weiter. Noch ganz cooles, was ich euch auch nicht vorenthalten möchte, ist das hier. Ein sogenannter Snooze Room. Gibt es nicht bei jedem Handling oder gibt es auch nicht bei jedem Airport. Hier gibt es das tatsächlich. Und wir schauen jetzt mal einen Blick rein, weil der Raum ist gerade frei. Ich weiß, in Paris gibt es das auch noch. Ist auch eine ganz coole Sache. Das ist dafür da, quasi, wenn man ein bisschen länger hier ist oder so oder sich umziehen möchte oder wie auch immer. Und hier gibt es tatsächlich auch ein Bett. Also man könnte sich theoretisch jetzt hier auch hinlegen, wenn man ein paar Stunden Freiheit oder müde ist oder wie auch immer. Man hat hier die Möglichkeit, sich ein bisschen entspannter, ruhiger auszuruhen als hier in dem großen Wohnzimmer, sage ich jetzt mal. Ja. Und hier hat man halt immer solche Wände dazwischen und so und hat hier seine eigenen Räume, was auch echt sehr angenehm sein kann. Ja. Und wenn man hier dann liegt oder so, hat man hier immer so eine Steckdosenmöglichkeit und eine Lampe und allem drum und dran. Und man ist eben quasi nicht so belästigt von anderen Leuten, weil man kann jetzt hier zum Beispiel die Tür zumachen, wenn man wirklich Schlaf braucht und dann hier quasi please do not disturb dranhängen. Und dann kann man da auch ganz in Ruhe schlafen. Ja, sowas gibt's auch. Wusste ich tatsächlich damals gar nicht, bevor ich hier angefangen habe oder bevor ich das erste Mal gesehen habe. Aber es ist an sich echt eine richtig coole Sache. Bei anderen Airports gibt es manchmal auch noch die Möglichkeit, wie heute Morgen in Nizza, dass man eine eigene Umkleidekabine hat oder sowas, ja. Und das ist halt echt cool, weil so kann man halt echt am besten, am optimalsten Pause machen und sich auch ein bisschen entspannen, gerade wenn man wirklich einen langen Flug vor sich hat oder von einem langen Flug eventuell sogar kommt. Alle Preparations sind jetzt fertig. Notems sind gecheckt, Wetter ist gecheckt, Mass and Balance ist gecheckt. Alles super. Und jetzt trinken wir nur noch kurz noch was und essen noch eine Kleinigkeit. Und dann geht's auch schon direkt weiter.
So, da haben wir unsere zwei Flüge jetzt heute auch schon geschafft. Wir sind gut aus Genf rausgekommen und Wetter war super. Also heute eine traumhafte Sicht gehabt und jetzt auch ein super schönes Hotel hier erwischt. Ich glaube, ich zeige euch einfach mal direkt mein Zimmer. So, als erstes kommt man hier rein. Hier ist der Eingang. Dann haben wir hier direkt links davon unser schönes Badezimmer. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr clean. Wunderbar. Schön Spiegel, natürlich. Hallöchen. So, mein Koffer ist noch nicht irgendwo hier auf dem Boden. Ich glaube, da wird der Platz da hinten diesmal sein oder hier vorne. Schauen wir mal. Hier ein schönes Bett. Was ich immer ganz cool finde, wenn man hier gratis Wasser vorfindet. Und was ich noch cooler finde, Welcome Martin Ramm. Das ist eine kleine Spielerei, finde ich mega. Sonst hier super schön aufgeräumt, mega viel Platz, sieht super aus. Und hier eine traumhafte Aussicht auf einen schönen Fluss. Und direkt hier nebenan, ich glaube hinter dem Gebäude, in der Richtung, ist ein wunderschönes, geiles Shoppingcenter, wo wir uns in einer Stunde treffen, mein Kapitän und ich. Und dann geht's da vielleicht noch was essen. So, und damit hoffe ich, euch hat der Tag ein bisschen gefallen und auch die kleinen Einblicke in das Refueling vorhin, wo ich euch so ein bisschen mitnehmen wollte. Ich hoffe, das kam ganz gut an und ihr habt das ein oder andere gut verstanden, was ihr vielleicht vorher nicht so genau wusstet. Finde ich auch immer cool, wenn ich so kleinere alltägliche Dinge, die ich jetzt wirklich jeden Tag irgendwie habe, euch weitergeben kann und ein bisschen zeigen kann, was ich denn so alles mache. Und ja, ich werde mich jetzt einfach mal ganz kurz ein bisschen ausruhen, werde mich noch schön umziehen und dann geht's nachher, wie gesagt, noch was Leckeres essen. Und gebt mir doch gerne mal Feedback unter das Video, ob euch das so in dem Rahmen gefällt, ob ihr was anderes sehen möchtet oder wie auch immer. Ja, gebt mir da gerne mal ein Feedback, da wir ja noch relativ am Anfang stehen, was diese Videoreihe hier angeht. Wobei ich tatsächlich sagen muss, mir gefällt es tatsächlich ziemlich cool, ziemlich gut, weil ich finde es auch ziemlich cool mit dem neuen Handy, dass halt die Qualität auch endlich mal stimmt und dass ich euch da ein paar coole Videos basteln kann und euch damit ein bisschen mit in die Welt reinnehmen kann, was ich denn alles so tagtäglich hier mache und was den einen oder anderen vielleicht da draußen interessieren könnte. Zeigt mir vielleicht durch einen Daumen nach oben oder vielleicht ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Wochenende, wie auch immer. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein und bis dahin. Tschüss.